Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir vergleichen zunächst diese Bilder miteinander. Links sehen wir Bakterien im lichtmikroskopischen Bild und rechts im elektronenmikroskopischen Bild. Ist ja klar, werdet ihr sagen. Darauf wären wir auch gekommen. Wozu denn das? Das nehme ich zur Kenntnis. Meine Ziele sind aber weitreichender. Ich will euch das Elektronenmikroskop in Bau und Funktion vorstellen und seine Besonderheiten gegenüber dem Lichtmikroskop erklären und würdigen. Doch warum sind die Bilder so verschieden? Als erstes fallen uns die farblichen Unterschiede auf. Das LM-Bild, es ist damit das lichtmikroskopische Bild gemeint, ist farbig. Das EM-Bild, also das elektronenmikroskopische Bild, liefert nur Schwarz-Weiß-Abbildungen. Dafür ist aber ein Bakterium im Querschnitt viel mehr vergrößert zu sehen. Die Vergrößerungsleistung des Lichtmikroskops hängt von der Wellenlänge des für uns sichtbaren Lichtes ab. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.